Hallo Freunde. Heute ist der 21. Januar. Es ist immer noch viel zu kalt, um im Garten was zu machen. Man könnte sich natürlich dick anziehen und selbst wenn der Boden nicht gefroren wäre, sollte man den Garten noch ein bisschen in Ruhe lassen. Den Hummeln und Bienen, die vielleicht in euren Beeten sich über den Winter ein Nest gebaut haben in der Erde oder auch in den alten Staudenstängeln, die Brut fürs jetzt folgende Gartenjahr, sag ich mal, gesetzt haben. Die sollte man noch stehen lassen, die sollte man noch in Ruhe lassen. Gönnt dem Garten noch ein bisschen Auszeit. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, heute früh relativ spontan, ich fahre mal in meinen Garten, setze mich in die Laube, mache mir einen schönen Tee und erzähle euch noch ein Märchen. Das ist meine Empfehlung so an euch. Nehmt euch ein heißes Getränk, kuschelt euch in einen Sessel oder zusammen aufs Sofa mit einem Tee, Kaffee, wer mag, oder einer heißen Schokolade und hört euch lieber Märchen an. Das ist besser. Ich nehme noch einen Schluck. Herrlich. Und das heutige Märchen, das ich für euch rausgesucht habe, heißt Der Maßlose. Die Götter oder auch Waldgeister, Pflanzengeister, Gartengeister, wie immer man sie nennen will, geben uns eigentlich alles, was wir brauchen. Manchmal auch schon, bevor wir selber wissen, dass wir es brauchen. Aber spätestens dann, wenn wir demütig um Hilfe bitten, ist unser Garten immer da, um uns beizustehen. So trug es sich vor vielen, vielen Jahren zu, dass es eine Gemeinschaft von vielen Menschen gab, die sich dazu entschlossen hatte, den Acker, die Beete gemeinsam zu bestellen, die Ernte einzufahren und gemeinsam die Früchte der Arbeit zu genießen. Nun gab es aber einen jungen Mann darunter, der keine Lust hatte zu arbeiten. Er war sehr faul. Und so kam es, dass er jeden Tag in der Sonne lag, den anderen beim Arbeiten zuschaute und dabei auch das ein oder andere Mal einfach einnickte. Eines Tages vergaß er jedoch, sich in den schützenden Schatten eines Baumes zu legen und die Sonne brannte sehr stark herab. Und als er dann aufwachte, war seine ganze Haut knallrot, sie tat weh, sie schmerzte, er konnte sie nicht anfassen und er flehte: Oh, ihr Götter des Waldes, ich bitte euch, gebt mir Linderung, schenkt mir irgendetwas, was meine Schmerzen vergehen lässt. Und ein Licht schien auf ein Beet mit Ringelblumen und eine Stimme erklang und sagte: Pflück die Ringelblumen, mach dir eine Salbe daraus und trage diese auf deine geschundene Haut. Es wird dir besser gehen, aber künftig sollst du nicht mehr faul sein, also bessere dich. Der junge Mann tat, wie man ihm aufgetragen hatte, und er rührte, kochte sich die Salbe aus den Blüten der Ringelblume und schon als er sie auftrug, spürte er die Linderung. Nun hatte er den Waldgeistern versprochen, dass er künftig nicht mehr so faul sein würde, also fing er an, auf den Feldern mitzuarbeiten. Bei weitem nicht so viel wie die anderen, aber er arbeitete immerhin mit. Doch nun, da er etwas tat, dachte er sich, hätte er noch mehr verdient. Also bediente er sich jeden Tag reichlich aus den Vorratskammern der Gemeinschaft und frönte der Völlerei. Jeden Tag aß er Braten und Wurst und schweren Käse und schweres Brot. Und jeden Tag Völlerei. Da dauerte es nicht lange und er fing an, Magenschmerzen zu bekommen. Und seine inneren Säfte wollten hinaus. Es ging ihm wirklich schlecht. Er hatte Schmerzen, ihm war übel. Und so flehte er wieder zu den Waldgeistern. Er sagte: Oh, bitte, ihr Geister, ihr Götter, ich habe zu viel gespeist von den Früchten unserer Ernte. Mein Leib tut weh, bitte gebt mir Linderung. Und wieder klang die Stimme und sie sagte: Geh zum Fenchel, pflücke seine fein federigen Blätter, koche dir einen Tee daraus, trinke diesen dreimal am Tag und es wird dir bald besser gehen. Doch künftig sollst du keine Völlerei mehr betreiben, also bessere dich. Wieder tat er, wie man ihn aufgetragen hatte.
Er bereitete sich den Tee aus den Fenchelblättern zu und schon nach wenigen Tagen waren die Schmerzen vergessen. Die inneren Säfte hatten sich beruhigt und er war wieder mit sich im Einklang. Da er nun nicht mehr der Völlerei frönen könnte, versuchte er, dieses frustrierende Erlebnis mit Branntwein wegzuspülen. Es begann mit einem Gläschen, Becher, einem Krug und dann einer Flasche. Und er trank jeden Tag, bis er die Besinnung verlor. Doch es ging ihm immer schlechter, immer schlechter. Seine Leber fing an anzuschwillen. Seine Haut wurde gelblich, unansehnlich. Es ging ihm nicht gut. Und wieder betete er zu den Göttern. Ich bitte euch, ihr Götter. Ich war maßlos. Erneut. Ich wollte meinen Frust mit dem Branntwein fortspülen. Ich bitte euch, verschafft mir Linderung. So will ich nicht dahin gehen. Und wieder erklang die Stimme. Geh hin zum Löwenzahn. Pflücke seine Blätter und esse sie jeden Tag. Pflücke seine Blüten, mach dir daraus einen Tee und trinke diesen. Schwör ab dem Branntwein und es wird dir bald besser gehen. Aber du sollst künftig keine Trunkenheit mehr haben. Also bessere dich. Schweren Herzens, aber aus Angst vor einem qualvollen Tod, folgte er dem, was die Stimme ihm gesagt hatte. Er pflückte den Löwenzahn, aß die bitteren Blätter, er trank den Tee. Tatsächlich ging es ihm bald besser. Nun war er so frustriert, er konnte das nicht ertragen. Nicht kräftig zu essen, nicht zu trinken. Also griff er zur Pfeife, stopfte sie bis oben voll mit Pfeifenkraut und beging zu paffen. Wenn die Pfeife fertig war, die nächste. Er fing an, verbittert zu werden. Denn die anderen durften trinken, die anderen durften essen. Er musste auf dem Feld arbeiten, durfte dies nicht, durfte das nicht. Alles schlug ihm auf den Körper. Also irgendwann, bei dem bisschen Arbeit, das er schon machte, fing er auch an. Immer am Paffen, immer am Paffen. Eine Pfeife war verraucht, so stopfte er sich gleich die nächste. Auch als der erste Husten anfing, kümmerte ihn das nicht. Er paffte weiter. Eines Tages, als er gerade im Wald war und auch am Paffen, bekam er einen so starken Hustenanfall, dass sein Kopf rot wurde. Der Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er bekam kaum noch Luft. Und er röchelte und hustete zu den Baumkronen. Ich bitte euch, ihr Waldgötter! Ich will nicht sterben wie ein Fisch auf dem Trockenen nach Luft dringen. Bitte helft mir! Er fiel zu Boden und vor seinem Gesicht ragte ein Thymianstrauch aus dem Boden. Und die Stimme sagte, atme die Düfte des Thymians ein. Und wenn du wieder atmen kannst, pflücke den Thymian und mache dir aus ihm eine Tinktur. Destilliere ihn so, wie du es vom Branntwein her kannst. Die Tinktur sollst du einatmen. Er tat das und es dauerte eine ganze Weile, aber alles, was er sich vorher in die Lungen reingepafft hatte, kam raus. Alles Schwarze und Übel verließ seine Lungen. So blickte er dann auf die Gemeinschaft und seine Frustration wurde übermenschlich. Und er rief den Göttern zu, ihr Götter, das ist doch kein Leben. Ich muss auf dem Feld arbeiten. Ich darf keine Völlerei betreiben. Ich darf nicht trinken. Ich darf nicht rauchen. Alle anderen sind glücklich. Das will ich nicht sehen. So will ich nicht leben. Bitte gebt mir irgendetwas. Ein Kraut eurer Gnade, das mich auch in so einen Rausch versetzt, in so einen Frohsinn versetzt, das mich vergessen lässt, was die anderen für ein schönes Leben haben, während ich lauter Entbehrungen führen muss. Und die Stimme erklang und sie sagte, die Völlerei, das Trinken, das Rauchen, die Faulheit, nicht das sind deine Laster. Dein Laster ist die Maßlosigkeit. So wollen wir dir ein letztes Mal unsere Gnade gewähren, in der Hoffnung, dass deine Maßlosigkeit dir die Augen öffnet und dich in ein besseres Leben führt. Also, gib dich nicht mehr der Maßlosigkeit hin, bessere dich. Und er kam an niedrig hängende Zweige eines Kirschbaumes mit tiefroten, schon schwarzen Kirschen. Und die Stimme sagte, isst eine dieser Kirschen. Und die Erleuchtung soll dich treffen. Aber sei maßvoll. Er nahm die Kirsche, aß sie und die Welt um ihn herum fing an, sich zu verändern. Er war wie in einem
Rausch, leichter Schwindel. Er glaubte, das Tier im Unterholz spüren zu können, die Seelen der Pflanzen um sich herum wahrnehmen zu können. Er war wie berauscht und er dachte sich, wenn schon eine so eine Kirsche mir so eine Offenbarung beschert, was tun dann mehrere? Und er fing an, die Kirschen abzupflücken und er stopfte sie sich in den Mund. Und der Kirschsaft lief ihm das Kinn herunter und er taumelte mit aufgerissenen Augen durch den Wald wie von Sinnen. Er war völlig im Rausch, völlig fern seiner Sinne. Und er stürzte zu Boden mit aufgerissenen Augen, blickte er gen Himmel. Und sein Atem ging schneller und schneller und schneller. Und dann langsamer und langsamer und langsamer, bis sein Atem völlig zum Erliegen kam. Und so wurde ihm die letzte Prüfung, die letzte Gnade zu Verhängnis. Und er fand den Tod in Form einer Tollkirsche. Ja, ihr Lieben, ein kleines Märchen über Maßlosigkeit. Ich hoffe, es wird nicht zu asketisch religiös ausgelegt. Ich wünsche euch erstmal alles Gute bis dahin. Nach all dem, was ich bisher gehört habe, haben euch meine Märchen gefallen. Relativ wenig Kommentare zwar im YouTube, aber auf Facebook und auch sonst, was mich erreicht, ist alles sehr positiv. Das freut mich natürlich sehr. Erfreut euch an den Märchen. Ich werde euch bestimmt noch ein paar weitere erzählen, solange bis ich dann alle mal als Buch herausbringe. Und es bleibt dabei, weil einige gefragt haben, nein, ich habe noch keinen Verlag gefunden. Wenn ich keinen Verlag finde, werde ich die dann in Eigenregie als ein großes Buch herausbringen. Aber genug der Eigenwerbung. Ich greife zu meinem Tee und wünsche euch noch einen schönen, nicht allzu kalten Sonntag. Bis dann. Tschüss.